Freunde, im heutigen Video zeige ich euch, wie kleiner Junge aka Leontine fast gestorben wäre. Schaut euch deshalb das ganze Video bis zum Schluss an, denn es wird sehr spannend, wie Leontine fast gestorben wäre. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um von hier nichts zu verpassen. Ihr kennt doch bestimmt alle Marvin the Vlog. Als dieser mit Leontine Silvester feierte, passierte etwas Unglaubliches. Dazu aber gleich mehr. So, let's go. Erstes an. Zweites an, ich mache Leontine an. Leontine, jetzt geht's los, dein Silvester. Let's go. Bist du bereit? Ja. Und? Bam! Wow, Leute! Wow! Oh mein Gott! 0 Uhr ist gelegen haben! Passt auf jeden Fall auf, wenn ihr Feuerwerk zündet, denn das Ganze kann sehr, sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden, wie ihr jetzt gleich im nächsten Clip sehen werdet. Denn dort hat Marvin eine Batterie angezündet, die dann einfach umgefallen ist. Dann machen wir es jetzt. Leontine, bist du bereit? Ja. Ja, Mann! Es geht los! Wow! Oh! Oh mein Gott! Der kommt der Eskalation! Boah, Bruder! Boah, bam! Oh Junge, Junge, Junge! Es geht wieder komplett! Alter Schwede! Mega! Geisteskrank! Wow! Wie ihr seht, kann das ganz schnell in die Hose gehen und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Batterie komplett umgefallen wäre. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn du wissen möchtest, warum Leontine fast gestorben wäre. Im nächsten Clip seht ihr, wie die Feuerwehr an Leontine vorbeiraste. Was das aber mit ihm zu tun haben sollte, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Leute, hier geht's richtig an in Berlin! Da vorne brennt schon irgendein Haus, Schweißen! Ballern hier jetzt aber richtig weiter, ey! Ey Leute, hier geht's richtig ab, sag ich euch. Jetzt sieht Leontine einfach, wie ein Haus brennt. Hallo morgens, jetzt werden wir erstmal hier noch durch ganz Berlin fahren und werden schauen, was hier so alles ist. Genau, hier geht noch ordentlich was ab, Leute, sag ich euch. Eben hat es ja schon richtig geballert die ganze Zeit. Wir gucken noch mal hier ein bisschen, ob wir noch was abchecken können. Leontine, da hinten ist richtig gekracht. Oh mein Gott, da brennt's richtig. Da hinten, Leute, da brennt es einfach. Digga, ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also hinter da sind jetzt gerade die Raketen, aber da brennt es. Ey, es ist komplett eskaliert, Leute. Wir blenden euch gleich mal nach Bildern. Wir gucken, dass wir jetzt gleich mal da hinkommen. Einfach Feuer. Als Leontine jetzt noch einen Autounfall gesehen hatte, reichte es den beiden und sie gingen zurück nach Hause. Hat richtig geknallt, ne? Oh mein Gott, es war richtig schlimm. Schau mal die beiden Autos an. Schau mal, der wollte eigentlich nur schieben und dann ist das passiert. Ja, Alter, voll kaputt das Taxi. Digga, ey, das ist einfach alles hier in Berlin. Da will man hier einfach nur entspannt Silvester feiern, Leute. Oh mein Gott, der hat ihn da so reingeschoben, Leute. Gib mich das mal. Nicht reinpassen. Guck mal. Alles kaputt. Ey, wir hoffen auch immer, dass es ihm gut geht. Kommen wir aber jetzt mal dazu, wieso Leontine fast gestorben wäre. Als sie wieder im Hotel angekommen waren, bekam Marvin einen ernstzunehmenden Anruf. Mal gucken, was vielleicht von dir anzünden und so. Warte mal, wer ruft denn da an gerade? Warte. Geh mal ran. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag, hier spricht die Polizei Mannheim. Spreche mit mir im Blog. Ja, hallo? Und zwar wurde uns von Ihren Nachbarn wurde uns mitgeteilt, dass Ihr Haus brennt. Hä? Und zwar womöglich ist eine Silvesterrakete in Ihr Haus gefahren. Zwei Streifen sind schon auf dem Weg zu Ihnen. Ey, dein Haus brennt einfach, Leontine. Wie man hier sieht, ist Leontine sehr erschrocken darüber, dass die Polizei anruft. Weil das Haus in Mannheim, er ruft mich zwar gerade an, aber das läuft ja auf meinen Namen, aber das ist ja deins. Hä? Hey, was ist da jetzt passiert? Also welche Straße ist es genau? Ja, zwischen Mannheim. Er konnte es kaum glauben. Ist das nicht Ihr Gebäude? Hey, doch, das ist genau dein, das ist genau dein Haus. Das brennt jetzt gerade durch eine Silvesterrakete, oder was? Die Feuerwehr ist schon auf dem Weg, um den Brand zu löschen. Wie? Sind die auch zufällig dran hier? Nee, wir sind nicht hier, wir sind in Berlin, wir feiern gerade Silvester. Wir wollten gerade hier die Knaller in die Luft jagen weiter. Wäre es Ihnen möglich, vielleicht nach Mannheim zu kommen? Weil wir müssten jetzt einige Dinge klären, je nachdem, was die Feuerwehr uns dann mitteilt, was genau die Ursache war für den Brand. Nein. Ja, wir würden es dann jetzt auf den Weg machen, aber wissen Sie, wir sind in Berlin. Ja, kommen Sie einfach an der Wache vorbei direkt und wir klären es dann einfach. Oh mein Gott. Alter. Die Polizei teilte Marvin mit, dass Leontine sein Haus brennen würde. Und das nur wegen einer Silvesterrakete. Ey, das ist durch eine Silvesterrakete passiert, oder was? Die erste Vermutung liegt nahe, dass es eine Silvesterrakete war, aber wir müssen es halt noch genauer untersuchen. Ja, und jetzt brennt das Haus, oder wie? Ja, von außen sieht man Rauchwolken und man sieht auch durch das Fenster, dass es brennt.
Ich kann Ihnen auch gerne Bilder zukommen lassen. Oh mein Gott. Nein. Wie es Ihnen lieber ist. Also ich würde Ihnen raten, sich jetzt mal auf den Weg zu machen zurück. Ja, okay, dann machen wir das jetzt, ne? Danke erstmal. Und hoffe, ist da sonst was passiert bei den Nachbarn oder so? Nee, das war nur ihr Haus. Die Nachbarn haben uns alarmiert. Digga, dein Haus brennt einfach, Alter. Oh mein Gott. Ja, wir kommen sofort. Ich danke Ihnen erstmal, ne? Ja, ist kein Ding. Danke. Alles klar. Jo, ciao. Ich möchte mir nicht ausmalen, was alles hätte passieren können, wenn Leontine bei sich zu Hause gewesen wäre. Er hatte enormes Glück, dass er diese Nacht mit Marvin verbracht hatte. Jetzt müssen Marvin und Leontine auf die Polizeiwache, um dort den Fall zu klären. Aber zum Glück ist das nicht das Haus, wo du mit deinen Eltern drin wohnst, sondern dein ganz neues Haus, ne? Ja. Ist ja auch gerade erst noch ganz frisch, Leute. Leontine hat sich jetzt noch ein eigenes Haus geholt, wollte jetzt gerade noch frisch einziehen. Bist ja jetzt auch schon 8, wird Zeit, ne? Ja. Oh mein Gott, Leute, ich würde sagen, wir machen es jetzt auf den Weg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch coole Ideen habt zu Videos, dann schreibt mir die auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.